Estación de Buses. So, wir suchen jetzt die Busse nach Santiago City. Wir haben es geschafft. Vom Flughafen Santiago sind wir relativ einfach zum Bus gekommen, sind dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde, 40 Minuten nach Santiago gefahren. Hatten dann einen kleinen Versuch in der U-Bahn, der leicht gescheitert ist, deswegen sind wir jetzt noch eine halbe Stunde zum Apartment gelaufen. Dementsprechend Schmerzen, aber passt. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich einen Spanisch-Dolmetscher dabei habe, denn ansonsten wäre ich in diesem Land sehr, sehr, sehr verloren. Und wir haben unsere Prepaid-Karten. Yeah. Empanadas, Queso und ein Salat. Wir haben unseren Buchungs- und Planungsvormittag erfolgreich beendet. Waren jetzt noch kurz in der Stadt drin, ein bisschen Mittagessen suchen. Ja, wir haben beim Bäcker was gegessen, zwei Empanadas, einen Salat und haben jetzt noch was als Nachspeise mitgenommen. Das ist an sich ein umgedrehter Muffin. Und jetzt schauen wir uns die Kanada-Bilder und Videos an und dann schneiden wir den ersten Vlog. Genau, und dann schauen wir mal, wann wir halt nochmal abends rausgehen zum Essen. Und morgen sollte das Wetter besser werden, da werden wir dann loslegen, den Cristobal-Berg darauf gehen. Und genau, also das Wetter ist jetzt zwar heute nicht so schlecht, aber es hat halt nur 9 Grad und morgen soll es 15 Grad haben und heute ist es ein bisschen bewölkt und morgen soll es ein bisschen sonniger sein und dann ist das wahrscheinlich der bessere Tag dafür. Wir machen uns einfach mal gar keinen Stress. Es ist jetzt, schätze ich mal, 9:30. Nein, schon 10. 10, 9:30, 10, irgendwie sowas. Es ist kurz vor 10. Wir sind auf dem Weg, den Cerro San Cristobal rauf. Das ist so ein Berghügel, von dem aus man ziemlich cool über Santiago sieht. Die Aussicht ist schon mal von hier aus allein echt Hammer. Mal schauen, wie es dann von oben ist. Wir hoffen, dass man noch auf die andere Seite rüber sieht und die Anden besser sehen kann. Weil allein schon von der Stadt unten ist die Aussicht echt
richtig Hammer. Es ist recht frisch noch, aber das ist okay, weil es geht ja relativ bergauf und da wird es dann auch so warm. Wir haben es geschafft. Wir sind auf dem San Cristobal oben angekommen. Die Aussicht ist eigentlich ganz cool. Die Aussicht ist echt toll. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Wetter ist jetzt auch perfekt. Ist auch gar nicht mehr so kalt, finde ich. Wir sind dann noch nicht komplett rumgegangen. Wir werden jetzt dann noch mal schauen, ob man noch mehr Aussichtspunkte sieht oder auf andere Richtungen noch. Aber auf jeden Fall, das Highlight sind halt die Anden im Hintergrund. Die schneebedeckten Gipfel und so ein bisschen dieser Nebel oder der Dunst, der drin hängt, und auch die Wolken, der nicht komplett blaue Himmel. Also wirklich sehr zu empfehlen. Sollte man machen, wenn man in Santiago ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man es auf dem Video sieht, aber da hinten hängt extremer Smog über der Stadt. Also schaut schon ziemlich heftig aus. Das schaut wirklich fast so aus, als ob die Häuser da drüben dunkelgrau sind, aber gerade da bei den Bergen sieht man es extrem. Super Luft. Also die Berge mit Schnee und die Palmen im Vordergrund ist schon ein recht ungewöhnlicher Ausblick für uns. Wunderschön. Es gibt Mote con Huesillo, glaube ich. Das ist quasi wie ein Eistee mit Weizenkörnern und einer Peach. Wo befindest du dich gerade? Auf dem Haar von Chile. Auf dem Haar von Chile. Wir stehen jetzt gerade in einem japanischen Garten. Der lag irgendwie auf dem Weg runter vom San Cristobal. Die Aussicht oben war echt super schön und jetzt geht es wieder runter ins Tal sozusagen. Schauen wir mal, ob wir uns was zum Mittagessen organisieren können. Fleischspieß! Ja, genau. Vielleicht gibt es auf so einem Einkaufswagen wieder so einen Fleischspieß oder sowas. Und vielleicht auch irgendwas Vegetarisches. Schauen wir mal. Das ist der Berg, auf dem wir waren. Also da oben mit den zwei Antennen. Da. Und da fährt die Seilbahn hoch.
die wir nicht genutzt haben, denn wir sind sportlich und fit. Wir sind jetzt am Fuße des San Cristobal angekommen und die Gegend hier sieht für uns schon viel, viel schöner aus. Also da sind auch wieder normale Häuser und ja, irgendwie gepflegter. Es ist was anderes auf jeden Fall. Nachdem es jetzt schon mittlerweile 4 Uhr nachmittags ist, haben wir jetzt auch beim Mittag gegessen. Ich muss deinem Wasserloch ausweichen. Tut mir leid. Ja, auf jeden Fall nach dem Mittagessen jetzt. War übrigens sehr lecker, auch wenn etwas teuer. 26 Euro. Gehen wir jetzt wieder zurück zu unserer Unterkunft, ist zumindest der Plan. Dauert jetzt nur so eine Viertelstunde. Und dann mal schauen, abends, ob wir dann noch irgendwo anders hinschauen oder so. Aber zumindest hätten wir jetzt das Bella Vista Viertel schon mal gesehen. Fleischspieß. Also ja, stimmt. Abends soll es dann noch einen Fleischspieß geben. Ich hatte immer noch keinen. Das ist ein chilenischer Walmart. Glauben wir zumindest. Ja, doch, doch, doch. Maggi. Das ist das Walmart-Zeichen, oder? Ja, Walmart. Nur ein anderes, Lieder. Die haben auch breit werden. Das hier war jetzt unsere Unterkunft für die letzten 3 Nächte in Santiago. Also hier kommt man rein. Wir sind im 12. Stock. Und kurz vor dem Aufbruch, deswegen der Rucksack. Ja, genau. Wir hatten sogar eine Küche gehabt. Mit Kühlschrank und Mikrowelle, Herd, Ofen, alles Mögliche, haben wir aber nicht benutzt. Das hier war eigentlich der wichtigste Platz, unser Schreibtisch sozusagen. Und die kleine Heizung, die war wichtig. So eine Couch war auch ganz cool. Blick aus dem Fenster geht in den Innenhof, hätte ich jetzt mal einfach so gesagt. Genau. Und dann gibt es noch hier das Schlafzimmer. Mit Fernseher auch. Haben wir auch nicht benutzt. Und das Badezimmer. Waschbecken. Ja, Klo und Dusche. Insgesamt kann man sagen, dass es ein bisschen kühl war hier immer in der Wohnung. Aber ja gut, es ist ja auch Winter. Chilenischer Winter, ja. So, wir sind jetzt gerade aus der Pharmacia raus und haben es geschafft, endlich unsere SIM-Karten aufzuladen, also Internet. Empanadas in veganer Version. Einmal mit Spinat und da nur drin. Karotten? Ich glaube Karotten und Champignons. Champignons. Und einmal nur mit Champignons. Fazit? Sehr, sehr gut. Und nicht fettig. Perfekto! Wirklich ein Lappenputzer groß. Diesmal die Roomtour gleich zu Beginn. Auf der linken Seite Kühlschrank, Herd, Spülbecken. Hier eine kleine Theke, das wird wahrscheinlich der Arbeitsplatz. Mal schauen, wo wir einen Laptop aufbauen. Dann einmal Couch, Glastisch, Heizteilchen mit Router steht noch hinten. Einmal Schlafzimmer mit Fernseher.
Und noch einmal das Badezimmer. Eigentlich nichts wahnsinnig Außergewöhnliches, aber alles schön, alles sauber, passt perfekt. Wir haben übrigens auch einen Balkon. Wir sind jetzt im 10. Stock. So schaut es da unten aus. Eigentlich ganz schön hergerichtet. Ein Eis von der Heladerio Emporio La Rosa, glaube ich. Ananas und Schokolade. Schokolade. Fleischspieß. Muy bien. Mit Pommes und Wurst. Gesund. Das sind jetzt Terremotos. Das ist eine weiße Masse. Dieses hier. Und dann etwas aus dem Zapfhahn. Vielleicht Bier, keine Ahnung. Und irgend so ein Sirup oder so aus einer Flasche. Süß. Schmeckt nach Wein. Also ein bisschen früher. Also wir haben jetzt nachgelesen. Auf Wikipedia steht, dass der Drink, also es ist ein Cocktail, ein traditioneller chilenischer Cocktail angeblich. Der besteht aus einem Wein, Weißwein, aus Ananaseis und Grenadinen. Also wir sind traditionell chilenisch unterwegs gerade. Italiano. Hanni wartet darauf, dass die Kolibris wiederkommen, damit er sie filmen kann. Der Blick von oben aus dem Santa Lucia Park, ganz oben vom Astor. Es ist zwar nicht so weit oben wie der San Cristobal, aber der Park ist extrem schön angelegt und auch interessant, so von den Wegen her, wo man hochgeht. Da sind so ganz kleine Wege und voll viele versteckte, also hohe Stufen. Echt schön. Und es ist deutlich mehr los. Thank you.
Heute Mojito, kein Terremoto. Vielleicht ist das besser. Heute ist unser letzter Abend in Santiago. Wir sitzen gerade beim Abendessen, also wir sind eigentlich schon fertig. Trinken unsere Mojitos jetzt noch fertig. Und morgen in der Früh geht es dann nach Calamar, also per Flug. Erst Flughafen Santiago, dann Calamar und von da aus dann in die Atacama-Wüste.